Erneut Mühlberg, möchte man sagen. Die Stadt, die vor 8 Jahren der Elbeflut trotzte. Diesmal hatten die wackeren Mühlberger keine Chance, sich auf die Naturgewalten vorzubereiten. Gestern Nachmittag war der Himmel plötzlich schwarz geworden und dann tobte sich ein Wirbelsturm aus. Es grenzt an ein Wunder, dass es weder Tote noch Verletzte in Mühlberg gibt. Der Tornado reißt tonnenweise Ziegel von den Dächern im gesamten Stadtgebiet. Fast jeder der 4.500 Mühlberger ist betroffen. 80% aller Häuser sind in Mitleidenschaft gezogen, manche Gebäude völlig zerstört. Furchtbar. Und im Hof, da fiel alles runter. Die Äppelbäume hier, 2 Stück weg in der Gartenanlage. Hinten noch, da habe ich den Garten, alles weg. Ja, im Hof, da hat es die Garnickelstelle umgehauen. Man konnte eben nicht raus. Das war innerhalb von einer halben Stunde war alles passiert. Man hat gemerkt, irgendwie kommt jetzt was, was man eigentlich so noch nie erlebt hat, was man immer aus amerikanischen Filmen kennt. Und die Enkelkinder auch, die haben gezittert und geweint. Ich habe Angst gehabt, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Ich habe mit dem Herzen und da Angst, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Eine halbe Stunde lang rast die Windhose durch Mühlberg, reißt die riesige Kuppel der mittelalterlichen Zisterzienserkirche hinunter in den Klostergarten. Hier stand mal ein kleiner Park mit knorrigen Eichen. Bei der benachbarten Schule hat es das Dach erwischt. Das Haus bleibt heute leer. Alle Wege sind nicht befahrbar. Der Schülerringverkehr funktioniert nicht. Eine Beaufsichtigung der Schüler ist möglich, aber ein normaler Schulbetrieb nicht. Und die Schüler kommen auch nicht ran. Und ich glaube, viele Familien haben selber zerstörte Elternhäuser. Übermorgen soll der Unterricht wieder losgehen. War die Stadt gestern noch komplett von der Außenwelt abgeschnitten, ist inzwischen die Mühlberger Elbbrücke wieder frei. Die Feuerwehr hat auf allen Straßen die umgestürzten Bäume beiseite geräumt. Und wer Glück hatte und vor allem schnell war, konnte sich einen Dachdecker aus der Region, auch aus Sachsen, sichern. Wir waren gestern schon unterwegs. Ja, was haben Sie gestern schon gemacht? Den Leuten Mut gemacht. Und zwar in dem Kärtchen verteilt und dass wir auch dann den nächsten Tag da sind. Die Mühlberger sind trainiert, wenn es um Katastrophen geht. Das Jahrhunderthochwasser 2002, Hochwasser 2006, Tornado 2010. Man hilft einander. Ich will noch gleich zum Kollegen raus noch. Ich habe schon die Kettensäge eingepackt und da wollen wir dann praktisch dort noch weitermachen. Ich habe erstmal bloß das Krebs hier macht mein Vater hier und dann, ja, dann geht es natürlich weiter, ne? Hier, der Gartennachbar hat mir geholfen, das zu sägen und ich habe es rausgetragen. Man war auf der Straße und man hat miteinander geredet. Und ich denke mal auch, das miteinander reden, das bringt schon viel in solchen Situationen. Völlig unklar, wie groß der Schaden in Mühlberg insgesamt ist. Hunderte Gutachten müssen das nun klären. Auf einer Strecke von 80 bis 100 Kilometer Länge hatte der Tornado gewütet. Nicht nur Mühlberg, auch Meißen und Großenhain in Sachsen wurden dabei zum Teil verwüstet. Dort starb ein Mädchen, es hatte im Auto, auf das ein Baum gestürzt war. In den betroffenen Kommunen geht es neben der Schadensbeurteilung zunächst um Schadensbegrenzung. Brandenburgs Innenminister Speer flog heute nach Mühlberg. Aus der Luft wird auf einen Blick klar, wo das Unwetter besonders heftig gewütet hat. Abgedeckte Dächer, umgeknickte Bäume, zerstörte historische Bausubstanz. Spontan hat der Innenminister in Mühlberg seinen Besuch angekündigt, um sich selbst über das Ausmaß des Sturms zu informieren. Es ist in seinen Auswirkungen dramatisch für diese Gemeinde. Wir können von Glück sagen und dafür sind wir auch dankbar, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Insofern ist es wie das zweite Wunder von Mühlberg, dass hier so ein Wetter durchgeht und niemand zu Schaden kommt, was seine Gesundheit betrifft. Aber wie hoch diese Schäden sind, kann noch niemand genau beziffern, auch nicht die Bürgermeisterin von Mühlberg. Es dürfte aber in die Millionen gehen, heißt es. Wichtig sei, jetzt erst einmal die offenen Dächer abzudichten. Auch die der Kitas und Schulen. Die Bürgermeisterin muss natürlich jetzt mit den Mitteln, die hier zur Verfügung stehen, die noch zusätzlich beordert wurden, das öffentliche Leben wiederherstellen. Das wird die geringere Aufgabe sein, aber sie muss auch sehen, dass für den Donnerstag, wo wieder Regen angesagt ist, hoffen wir, dass es bis dahin hält. Das Nötigste getan ist, dass es nirgendwo reinregnet.
Dafür sei eine finanzielle Unterstützung des Landes möglich, so Speer. Das Geld könnte zum Beispiel aus dem Hilfstopf für in Not geratene Kommunen kommen. Doch dafür braucht es erst einmal eine Aufstellung der Schäden. Und das kann, so Schätzungen, noch Wochen dauern.